finde ich anständig, dass Sie ausgehalten haben. Das war ja schließlich ein sehr, sehr langer Abspann. Mich so umgucke. Ich bin ja nie allein im Studio. Sie wissen, beim Fernsehen ist das so, beim Film übrigens auch. Da ist man nie alleine. Man sieht zwar nur einen auf dem Bildschirm, aber hinten dran, hinter der Kamera, überall eine ganze Menge. Alles sehr geschafft. Und ich habe ein einziges Problem. Ich habe mir gestern Honig gekauft. Aber den, der fest ist, ja, der kristallisierte im Glas. Würfelhonig. Werbung. Ich bin aber auch. Was auf den ersten Blick sehr fein, ganz sanft und so zart wirkt, entpuppt sich plötzlich als viel mehr. Als etwas, was sich so richtig mit Lust knuspern lässt. Banjo, etwas ganz Feines zum Knuspern. Darauf fliege ich. Helfen lernen sollte jeder. Denn im Ernstfall muss man schnell und richtig helfen können. Damit jeder Handgriff richtig sitzt, wenn's drauf ankommt. Lassen Sie sich ausbilden in Erster Hilfe und in lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Lernen Sie helfen bei den Maltesern. Meine Damen und Herren, ich bin ja normalerweise bei RTL Plus für die Lacher zuständig. Wir wollen das in den Alltag ein bisschen vergessen. Aber es gibt eine Sache, die wir nicht vergessen können, zum Beispiel Armenien. Der Hermann-Gemeiner-Fonds will dort zusammen mit RTL Plus ein SOS-Notkinderdorf errichten für die vielen, vielen tausend Waisenkinder. Sie haben bis jetzt über 2 Millionen Mark gespendet. Ein bisschen bräuchten wir allerdings noch, so circa 500.000. Es kann auch ruhig ein bisschen mehr sein. Also tun Sie mir den Gefallen und spenden Sie noch. Dankeschön. Commerzbank München, Konto 1717. Stichwort SOS Kinderdorfer, RTL Plus. Danke für Ihre Spende. Das war die Stimme von Hartmut Schröter übrigens. Liebe Zuschauer, in der Politik spricht man oft von Quotenregelung, wenn es darum geht, dass Frauen nach vorne sollen. Das ist bei uns längst geregelt. Die Aufnahmeleiterin war eine Dame heute Abend, das ist die Marilyn. Dankeschön, Marilyn. Meine Regisseurin ist den ganzen Abend eine Dame, Pascal, merci. Und auch sonst die Heike, richtig, Heike, Skript nennen wir das. Das ist die Dame, die genau auf die Zeiten achtet und mir genau sagt, pass auf, jetzt hast du so und so viele Sekunden. Heike, Küsschen. Und das waren sicher noch die Damen, nicht alle, aber ich wollte Ihnen das nur so beweisen. Und die Damen haben alle gesagt, pass mal auf, du sollst dich jetzt verabschieden. Was ist los? Die Maske. Ja, die Maske. Elfi. Ja. Siehst du, was heißt hier Quotenregelung? Wir brauchen allmählich die Quotenregelung für Männer hier in diesem Hause. Also wirklich. Wirklich. Hans hinter der Kamera. Du bist aber ein Mann, ne? Ja. Gut. Auf jeden Fall, die Damen haben gesagt, mach das ein bisschen nett, verabschiede dich von den Zuschauern. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich würde am liebsten bei Ihnen bleiben. Bis morgen früh, denn lachen Sie nicht, um 8 Uhr mache ich ja weiter. Für die Kleinen, für die Kinder, da geht es mit der Kindersendung los. Ich erwarte nicht, dass Sie um 8 Uhr aufstehen, aber stellen Sie sich bitte jetzt den Rekorder noch, ja? Denn ich möchte nicht für, ja, ich möchte ein paar Zuschauer schon haben um 8 Uhr. Und jetzt sagt die Marilyn, macht hinten solche Bewegungen, das heißt, mach schneller. Gut, also, was soll ich, Tennis? Ach, das bedeutet Tennis, ja, ja. Die Damen, die wissen nämlich, dass ich von Sport so viel Ahnung habe wie... Ach, vergessen wir. Auf jeden Fall, wir haben heute Nacht für Sie sehr viel Sport. Und da freue ich mich, Ihnen ansagen zu können, dass wir ab 4 Uhr live senden, Australian Open. Und das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, denn wirklich, was man nicht genau versteht, das sollte man sich aufschreiben, Ivan Lendl gegen Metschier. Also Lendl gegen Metschier. Pascal hat gesagt, so wird es ausgesprochen. Ist das richtig? Wie gesagt, also
bringe ich mal Fachausdrücke, dann glaubt mir das kein Mensch. Auf jeden Fall, liebe Tennisfreunde, ab 4 Uhr also wieder hier bei RTL Plus. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, ohne Quotenregelung, bei allen hier im Hause. Es waren viele hinter den Kulissen und der einzige Kopf, der zu sehen war, war ich. Das ist ein bisschen ungerecht, deshalb allen ein dickes, fettes Dankeschön. Und Ihnen gute Nacht, aber schlafen Sie ganz schnell, denn um 4 Uhr geht's weiter mit Tennis. Tschüss. Sunday at Radio Luxembourg. This is Nick Martin here until 3 o'clock. We've just made the switch to FM, shortwave and satellite. Luxembourg leads the way. Power play. Das neue Zeitalter, meine verehrten Damen und Herren, ist das Thema, über das Pastor Wolfgang Wegert heute im Jesus-Festival spricht. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. Christus in alle Welt. Wir laden Sie ein, diese Veranstaltung des Gemeinde- und Missionswerks Arche mitzuerleben. Wolfgang Wegert und das Team der Arche-Mission nach Pforzheim gekommen. Sie führen dort in Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden eine dreitägige Veranstaltungsreihe mit dem Namen Jesusfest durch. Das Ziel der Veranstaltungen ist es, die Menschen dieser Stadt mit dem ganzen Evangelium bekannt zu machen und sie zu ermutigen, eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus zu fällen. Liebe Zuschauer, heute kommen wir wieder aus der neuen Stadthalle in Pforzheim. Wir möchten Sie einladen, ein Jesusfest mitzuerleben. Erleben Sie mit, dass der Glaube an Jesus Christus eine praktische Veränderung in Ihrem Leben erwirken kann. Heutzutage gibt es ja wieder viel Aberglauben und es ist nicht ungewöhnlich, wenn man zum Handauflegen geht oder zu allerlei anderen Dingen. Aber ich darf Ihnen sagen, dass die Kraft, die von Jesus Christus kommt, die absolut stärkste Kraft ist. Denn Jesus ist Gottes Sohn und es ist kein anderer Gottes Sohn als Jesus. Möchten Sie das erleben in Ihrem persönlichen Leben? Sie können es. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die Atmosphäre dieses Gottesdienstes. Sie können uns übrigens auch anrufen. Unsere Telefonnummer lautet 040 85 50 11. Ich wiederhole, 040 85 50 11. Erfahrene Seelsorger und Christen stehen Ihnen jetzt zur Verfügung, mit Ihnen zu sprechen. Und nun wünsche ich Ihnen Gottes Segen beim Betrachten dieses Gottesdienstes.
Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm ich das Gottesland seh. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz, eins erhalt ich dafür eine Krone. Diese maltrauen Kreuz bleib auch immer ich treu, trage williglich Schande und Hohn. Einmal ruft er mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen